Einige Menschen glauben, dass Gegenstände eine übernatürliche Energie besitzen können. Vor allem über Puppen gibt es zahlreiche Schauergeschichten. Kein Wunder, haben doch manche von ihnen einen unheimlichen Blick. Das gilt wohl auch für Porträts. Von einem ganz ungewöhnlichen Gemälde erzählt unsere nächste Zeugin. Das Bild zeigt zwei Brüder. Die 58-jährige Schwedin Viveka hatte eigentlich ein sehr bodenständiges Leben. Sie ist zweifache Mutter und kümmert sich noch um ein pflegebedürftiges Kind. Ich heiße Viveka Johansson und lebe in Schweden. Vor 9 Jahren ist etwas passiert, das mir die Augen für das Paranormale geöffnet hat. Viveka lebt in einer Kleinstadt in Südschweden. Es begann im Jahr 2014. Ich ging zu einem Flohmarkt und sah das Gemälde mit den beiden Jungen. Ich konnte es an diesem Tag nicht kaufen und ging nach Hause. Ich träumte die ganze Nacht, dass die Jungen aus dem Gemälde zu mir sprechen. Geh zurück und kaufe das Bild. Wir wollen zu dir nach Hause kommen. Tatsächlich gibt es solche Phänomene, jetzt wie bei Viveka. Wir wissen ja immer nie, ne? Es gibt ja die Reinkarnation. Sie hat eine Verbindung zu diesen Jungen, also wo dieser Spirit halt an diesem Bild haftet sozusagen. Man weiß nicht, aus welchem Leben. Es kann sehr gut möglich sein, dass sie deswegen halt auch diesen Bezug hatte und unbedingt auch über Nacht, sie konnte nicht ruhig schlafen, sie musste dieses Bild haben, dass da etwas haftet, was irgendwo schon eine Verbindung aus dem anderen Leben vorhanden ist. Am nächsten Tag kaufte ich das Bild. Meine Familie mochte das Gemälde nicht, also musste ich es im Keller aufhängen. Sofort begannen Dinge zu passieren. Mitten in der Nacht hörte ich ein lautes Krachen und bekam solche Angst. Dann bin ich aufgestanden, um nachzusehen. 6 Blumentöpfe wurden auf den Boden geworfen. Später hörte ich noch eine Stimme im Keller und Klopfgeräusche. Dinge fielen von den Tischen. Im Haus ging es drunter und drüber. Der Fernseher und der Computer sprangen mitten in der Nacht an. Und ich konnte mir nicht erklären, warum. Zuerst konnten wir es nicht mit dem Bild in Verbindung bringen. Aber ich hatte das Gefühl, dass ein kleiner Junge im Haus war, der herumalberte und uns Streiche spielte. Erst dann ist mir das Bild eingefallen. Ein Medium bestätigte mir, als sie mich zu Hause besuchte, dass ein kleiner Junge neben mir in der Tür steht. Er lebt in meinem Haus. Und ich sagte, ja, das haben wir uns gedacht. In 2016 testete meine Tochter einen Selfie-Stick. Sie saß im Sessel und ich lag auf dem Sofa hinter ihr. Sie hat ein Foto mit meinem Handy gemacht. Am Tag danach wollte ich das Bild löschen, weil es so dunkel und unscharf war. Und dann sah ich einen kleinen Jungen, der zwischen uns an der Wand steht. Er sieht aus, als wäre er 6 bis 8 Jahre alt. Er hat den Kopf nach vorne geneigt, die Hände auf der Brust und trägt schwarze Kleidung. Ich sah sogar 2 Augen, eine Nase und einen Mund. Also was ich da sehe, ist tatsächlich etwas, das eine Silhouette sein könnte, wenn man sie sehen möchte. Aber auf gar keinen Fall der Junge von dem Bild. Das ist höchstens der Maler, der dieses Machwerk verbrochen hat. Ich kann es sehr gut filtern. Ist es jetzt menschlich? Sind es jetzt Verwandte? Ja,
Ich sehe sofort, dass das etwas, weil es auch viel zu dunkel ist. Es hat nichts mit der Familie zu tun oder mit dem Jungen. Das ist etwas, was meines Erachtens gar nicht irdischer Natur ist. Und es ist sehr gruselig sogar. Ein berühmtes schwedisches Medium namens Andreas kam zu mir nach Hause. Ich hatte ihm nichts von dem erzählt, was bei uns vor sich geht. Als er das Bild sah, sagte er, einer der Jungen kommt aus dem Gemälde raus und bewegt sich auf uns zu. Er sagte, dass er seine Mutter sucht und er wird so lange bei dir bleiben, bis du sie gefunden hast. Zudem ist das Gemälde auch ein Portal für andere Seelen. Tatsächlich können Bilder auch als Portal dienen. Es hängt von dem Künstler ab, mit welcher Energie er dieses Bild auch gemalt hat. Und überhaupt, weil ein Künstler setzt Energie frei, transportiert. Ist es möglich? Das, was sie berichtet hat, auch von den Phänomenen im Haus, hat für mich eindeutig eine kindliche Energie. Aber das kann auch der Charakter der Person gewesen sein. Also jemand, der gerne auch mal Scherze macht, der gerne mal was runterfallen lässt, der damit aber keine Angst machen möchte, sondern der eher ja, einen Spaß macht. Was ich letztendlich dort auch auf der Couch gesehen habe, dieses schwarze Wesen, ist eine tiefschwarze Energie. Meines Erachtens vielleicht auch nicht mal eine menschliche Spirit. Kann möglich sein, dass der Maler an irgendwelchen Seancen teilgenommen hat und das dort in das Bild als Medium übergeben hat. Ich wusste, dass meine Familie das Bild und das, was in unserem Haus passierte, nicht mochte. Also gingen meine Jüngste und ich eines Abends in den Garten, machten ein Lagerfeuer und verbrannten das Bild. Das war ein trauriger Moment für mich, denn ich wollte die Verbindung zu dem Jungen behalten. Aber ich habe es für meine Familie getan. Für mich haben Gegenstände nichts mit den Seelen zu tun. Also man kann über einen Gegenstand Kontakt aufnehmen und sagen, ich möchte gerne die Seele, die mal dem der Gegenstand mal gehört hat, zu mir bitten. Aber eine Seele ist nicht an einen Gegenstand gebunden oder damit so verbunden, dass sozusagen der Gegenstand einen Einfluss darauf ausübt. Also wenn man den Gegenstand verbrennt, hat es keinen Einfluss auf die Seele. Ich denke, dass es wichtig ist, so einen Spirit auch zu erlösen. Denn sein Weg ist eigentlich, nach Hause zu gehen, in die jenseitige Welt. Ich denke aber auch gleichzeitig, dass diese Verbindung zwischen ihr und dem Jungen vielleicht aus einem Vorleben schon existiert. Denn sie ist so stark, die Verbindung. Deswegen kann sie sich auch sicher sein, dass wenn sie ihn jetzt wirklich auch gehen lässt und diese Seele erlöst, dass sie sich irgendwann mal wieder treffen werden.